Kinder, ihr dachtet, Lesen lernen sei unnütz und hätte nichts mit der Jagd zu tun. Das ist eure erste Lektion. Alles ist miteinander verbunden und ich habe immer recht. Die Schlauen unter euch, die ihren Irrtum eingesehen haben und dies lesen können, erwartet nun die erste Aufgabe. Spürt eines der kleinen Tiere des Tals auf und bringt mir sein Fell. Hasen sind überall anzutreffen, bei Tag und Nacht. In unserem Tal sind sie braun und in den Bergen schneeweiß. Eichhörnchen bleiben meist auf den Bäumen. Regen treibt sie in ihre Baue. Und wenn ihr Ratten sucht, schaut in den Ruinen oder bei den Ruhestätten der Toten vorbei. Aber bitte bringt mir keine Ratte. Ich habe heute einen Fehler gemacht, der zu weiteren Fehlern führen könnte. Ich habe Zeit mit Alia verbracht, obwohl ich es bisher vermieden habe. Sie erinnert mich an meine geliebte Sophia, die ich längst vergessen zu haben glaubte, und lässt mein Herz höher schlagen. Sie trübt mein Urteilsvermögen, selbst wenn sie nicht bei mir ist. Ich klinge wie ein Kind. Dabei liegen diese Tage lange hinter mir. Ich muss diese alten Gefühle begraben und mich eine Weile von meinem Volk trennen. Sie leben. Gut. Die meisten Verletzten sind sicher. Die Angreifer sind wieder da. Sie haben das Oberdorf eingenommen. Wir sind nicht allein. Unten im Tal organisiert sich der Widerstand. Wir können jede Hilfe brauchen. Wenn Sie zurück zum Dorf gehen, seien Sie vorsichtig. Ich grüße Sie.
Hast du wen lebend erwischt? Ich hatte einen. Das hat sie von können. Den Kronos. Ja, einer hat sich ergeben. Die Typen haben zugesehen. Muss ich ihn ausnehmen. Bringen Sie sie ins Gefängnis? Nur die, die vielleicht etwas über den Atlas wissen könnten. Konstantin will Ihnen ein paar Fragen stellen. Den Rest halten Sie oben an der Kathedrale fest. Da wird aber jemand Spaß haben. Ach, das müssen Sie sein. Ich hatte gehofft, die Teamstreichhölzer für den Job. Das heißt, wie lange bist du schon dabei? Ein paar Monate, aber das ist mein erster richtiger Einsatz. Ich war schon zu lange nicht mehr an der Front. Man rostet ein. Du? Ich arbeite jetzt ungefähr ein Jahr für Kosten. Ein alter großer Kumpan hat für mich gewirkt. Davor habe ich für eine der Familien in Kiew gearbeitet und die musste aus der Stadt verschwinden. Gibt es immer so viele Gelegenheiten? Nein, das ist ein Sonderfall. Meistens Jobs sind klein. Alles mit, was ich bisher weiß. Anna und Konstantin haben hier draußen das Sagen, aber irgendjemand anders ist der große Drahtzieher. Jemand mit viel Geld und Einfluss. Ich habe die Möglichkeiten eingegrenzt, aber irgendwie fällt es mir schwer zu glauben, dass jemand im Vatikan eine private Armee unterhält. Aber alle Wege führen nach Rom. Glaub mir, selbst ich finde das verrückt. Aber die Leute müssen das wissen. Wenn ich dafür sterbe, stehe ich wenigstens auf der richtigen Seite. Und Konstantin, ich weiß, dass Sie das hier vermutlich lesen. Sie können mich verschwinden lassen, aber Sie werden nicht gewinnen. Und falls ich Ihnen das nie ins Gesicht sagen kann, Sie sind komplett wahnsinnig. Weitermachen. Wir werden im Basislager gebraucht. Die kommen schon klar. Roger, alles in Ordnung. Verstanden. Thank you.
Nachts kamen Sicherheitsleute. Ich wusste es. Den Typen vom Echo-Trupp umzubringen ging zu weit. Hätte ich bleiben lassen sollen. Aber ich konnte nicht anders. Verbliebene waren nicht genug. Ich brauchte irgendwie mehr. Ich wurde in den fensterlosen Raum gebracht. Dachte, ich wäre tot. Dann war Konstantin da. Nahm meinen Kopf in seine Hände. Lächelte, sagte, er verstehe mich, dass er mal war wie ich. Ich habe gesündigt, aber dass es Vergebung geben könne. Ich war ein stumpfes Werkzeug, ungezügelt. Er sagte, ich könne erlöst werden, dass ich eine Gabe habe, die man nur formen müsse. Trinity könne mich zur Klinge schmieden, mir die Richtung weisen. Hätte fast geheult und ihm die Füße geküsst. Ich werde, was ich immer sein sollte. Für Trinity. Für Konstantin. Was hat er denn gesagt? Es ist nicht seine Entscheidung, aber wenn uns beide weiterempfehlen, dann gibt es irgend so eine Art Initiationszeremonie. Und das war's? Mehr kann er nicht tun? Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity sie befördert hat. Du musst Geduld haben. Es geht um mehr als nur Leistung. Und um was? Erst kommt eine Art Eid und dann die Zeremonie. Er meinte, das finden wir bald heraus. Thank you.
verfluchte Krankheit. Sie zerfrisst meinen Körper und bedroht jetzt auch meinen Geist. Ich drifte ständig ab. Schwelge in Erinnerungen. Denke daran, wie Lord Croft gestorben ist. Wie wir den Plan ändern mussten. Dass ich dachte, wir hätten versagt. Und davor, meine Anfänge mit Trinity. Als ich die geheimen Geschichten der Welt erfuhr. Und erkannte, dass wir sie retten müssten. Und noch früher meine Kindheit, Konstantin und ich. Als wir nur uns beide hatten. Und dann reiß ich mich los. Zurück in die Gegenwart. Ich habe immer getan, was nötig war. Dieses Mal wird es nicht anders sein. Ich habe unseren Feind unterschätzt. Elias ist bei meiner nutzlosen Mission gestorben. Und mein Vater wurde seit 2 Tagen nicht gesehen. Wir brauchen jeden Einzelnen gegen Trinity. Aber offenbar hat man uns den Todesstoß schon vor dem eigentlichen Kampf versetzt. Unser Glaube ist unsere Rüstung. Aber was nützt er gegen einen Feind, der mit jeder Generation stärker wird? Auch wenn wir überleben, werden unsere Kinder ihre Schlacht verlieren.
Eine dünne, geriffelte und zerbrochene Pfeilspitze. Kommt mir bekannt vor. Die Form erinnert an in Amerika gefundene Pfeilspitzen. Diese Technik war wohl auf der halben Welt verbreitet. Kontakt? Vielleicht auch nur Funkstörung, aber Konstantin geht kein Risiko ein. Wir haben von der Ankunft des Propheten in Konstantinopel gehört, ihr aber keine Beachtung geschenkt. Die große Stadt hat schon immer Wahnsinnige und Scharlatane angezogen. Wir hörten von den wundersamen Taten des Propheten, suchten ihn aber nicht auf. Doch dann hörten wir, wie seine von reiner Wahrheit erfüllten Worte durch das Konstantinsforum hallten. Er behauptete, nicht für Gott zu sprechen und dass kein Mensch dies könne. Seine Weisheit war offenkundig und niemand im Forum konnte leugnen, dass er die Wahrheit sprach. Ich muss mehr über ihn erfahren. Ich muss ihm wieder zuhören.
doch schon vorsichtig. Vorsicht? Wieso? Wir haben keine Zeit mehr für Vorsicht. Und ich habe auch keine Geduld mehr. Bei allem Respekt, falls alle meine Männer da unten sterben... Wir sind alle entbehrlich, Commander. Was zählt, sind Ergebnisse. Der Einsatz ist zu hoch. Töten dich in derselben Sekunde. Es ist das Einzige, das sie besser können als du. Sei still, Anna. Keine Bewegung. Du kannst nirgends hin. Tötet sie! Los! Mein Angebot, Lara, bevor es zu spät ist. Es war schon zu spät, als du meine Familie verraten hast. Ich hole mir den Atlas, Anna. Irgendetwas schlachtet meine Männer da unten ab, Lara. Wenn sie ihn nicht finden, dann du auch nicht. Was zur Hölle? Croft ist auf dem Weg. Tötet sie und bringt mir den gottverdammten Atlas. Croft macht uns weiter Schwierigkeiten. Sie hat die Talbevölkerung aus ihren armseligen Hütten geholt und zu mehreren Siegen geführt. Ich wünschte, ich könnte ihr klar machen, wie falsch sie liegt, wie fehlgeleitet ihre Moralvorstellungen sind. Notlösungen helfen der Welt nicht mehr. Ein einzelner Held rettet sie nicht. Die Idee, die göttliche Quelle der Welt zu zeigen, wäre lächerlich, wenn sie nicht so gefährlich wäre. Habe ich geglaubt, man könnte sie auf Trinitys Seite ziehen? Ja, aber jetzt nicht mehr. Wir waren uns nah, sie und ich. Es gibt eine Bindung. Aber ich fürchte, es gibt keine andere Wahl. Sie muss gebrochen werden. Und es ist möglich. Ich habe schon stärkere gebrochen.
ist er. Das muss er sein. Ich bin Anna jetzt voraus, aber ich weiß nicht, wo ich hier hineingeraten bin. Noch etwas anderes haust hier in der Dunkelheit. Aber ich mache weiter. Ich bin schon zu weit gekommen. Anna glaubt, sie kennt mich. Und das tut sie wohl auch irgendwie. Aber sie weiß nicht alles. Und solange sie mich weiterhin unterschätzt, könnte ich noch die Oberhand haben.